Guten Tag, mein Name ist Rüdiger Bormann und ich bin Lehrer. Und dieses ist ein spezielles Video für meine Schülerinnen und Schüler zum Thema Corona. Warum? Das ist relativ einfach. Dieses Mal betrifft mich das selbst. Warum? Weil wenn Sie einen Familienangehörigen haben, der Corona verdächtig ist und das in der Schule erzählen, dann haben Sie plötzlich Ärger. Garantiere ich Ihnen. Also es wäre naheliegend gewesen, dass ich das nicht erzähle. Aber warum sollte ich das verschweigen? Das ist ja fahrlässig. Das ist ja nicht das, was wir erwarten. Wir erwarten in unserer Gesellschaft eine offene, transparente Kommunikation. Und die können alle Schülerinnen und Schüler von mir erwarten. Das heißt, sie können mich jederzeit zur Rede stellen, sie können mir jederzeit sagen, was ich falsch gesagt habe, sie können mich jederzeit korrigieren und deswegen werde ich auch nie in die Verlegenheit kommen, irgendwann mal Verschwörungstheoretiker zu werden, weil, tja, ich arbeite völlig offen und transparent. Ich sage ihnen das, was ich weiß. Und wenn ich glaube, dass irgendeine Vermutung weiter untersucht werden sollte, dann ist das ein durchaus wissenschaftlicher Ansatz, den ich da verfolge. Und manchen Ansatz lässt man halt fallen, weil es zu schwierig ist, ihn zu beweisen. Andere Ansätze kann man später belegen und das tut man dann auch. Manche Ansätze werden von anderen bewiesen und belegt. Und deswegen, wenn heute Menschen so fahrlässig mit Begriffen wie Verschwörungstheoretiker um sich herumwerfen, dann sollte ihnen stets klar sein, dass jede wissenschaftliche Hypothese letztendlich nichts anderes ist als eine These, die zu beweisen ist. Und wenn man solche Thesen aufstellt in Bezug auf gesellschaftliche Entwicklungen, dann kann man sie auch Verschwörungstheorien nennen. Aber es ist die Ausgangslage eines Wissenschaftlers, wenn er sich Fragen stellt zu bestimmten Zuständen. So. Bei Corona ist es so, da haben wir viele Antworten. Wir wissen zum Beispiel, dass wenn wir in eine Apotheke gehen und wir verlangen nach einer virensicheren Maske, dass die dort tätigen Personen einen einfach nur mitleidig anlächeln werden und sagen, es gibt keine virensicheren Masken. Oder sie verschweigen ihnen das und sagen, welche Masken hätten sie denn gern, diese, diese oder jene. Aber wenn sie dann den Beipackzettel nehmen, der da vielleicht beiliegt, dann steht da auch drauf, diese Masken schützen nicht vor Viren. Warum schreiben das die Hersteller drauf? Weil sie nicht schadensersatzpflichtig gemacht werden wollen, wenn sie sich trotz Maskentragen mit einem Virus infizieren. Warum schützen diese Masken nicht vor Viren? Weil die Maschen viel größer sind als die Viren, die dort hindurchfliegen können. Okay, so, jetzt zu meiner persönlichen Situation mit einem Corona-verdächtigen Familienangehörigen zu Hause. Sind Sie in der aktuellen Diskussion hier auch immer Corona-verdächtig? Wenn jetzt also ein Lehrer in die Schule kommt und erzählt sowas, dann hat er schon einen Sechser im Lotto gewonnen, weil dann wird es so viel Theater geben in der Schule, dass er um einen Test gar nicht herumkommt. Weil seine Schüler werden ihm das nahelegen, sein Direktor wird ihm das nahelegen oder die Direktorin oder weiß der Teufel was. Ja, also es gibt 100.000 Leute, die einfach sagen, willst du dir nicht Sicherheit holen, dass du denn jetzt auch nichts hast und so. Ja, könnte man machen. Aber wie aussagekräftig ist das Ding? Nicht aussagekräftiger als mein Aussehen hier in diesem Video. Ich scheine gesund zu sein. Ich würde normalerweise nicht zum HNO-Arzt gehen. Der wird mich sofort nach Hause schicken. Der wird gar keinen Test machen und sagen, naja, wenn sich Symptome einstellen wie Kopfschmerzen oder Halskratzen oder Geschmacksverlust oder, na, Sie kennen das ja alles aus diesen entsprechenden Listen, dann wäre es interessant, mal diesen Test zu machen. Okay, das ist jetzt aber als Lehrer in einer Schule nicht so. Ne? Also wehe, da sagen Sie, Sie haben einen zu Hause, der vielleicht Corona hat. In der Schule ist Theater los. So, wie bin ich damit umgegangen? Ich habe mich testen lassen, ich bin negativ, ich habe mich nicht angesteckt, obwohl ich 10 Meter neben diesem Verdächtigen lebe.
Dieser Verdächtige ist wahrscheinlich tatsächlich Corona-positiv. Wenn ich also der HNO-Arzt wäre und ich würde ihn so sehen, würde ich sagen, okay, der hat eine Grippe, der hat eine Erkältung. Und wenn der dann den Test macht und der wäre dann auch noch positiv, okay, das glaube ich dann. Was ist jetzt da mit dem los? Das Gesundheitsamt hat eine Woche gewartet, bevor sie gekommen sind. Dann gesagt, er kann wieder raus. Er ist nicht mehr in Quarantäne ab heute, aber das Ergebnis ist noch gar nicht da. Also unabhängig von dem erzielten Ergebnis, ob positiv oder negativ, darf er wieder raus, weil die Symptome nachgelassen haben. Kann ja sein, dass es in Ordnung ist. Ich weiß nicht, was die jetzt wissen, was ich nicht weiß. Es ist schwierig. Die aktuellen Richtlinien, nach denen wir zu verfahren haben in der Schule, besagen, dass ich in der Schule keine Maske tragen muss. Wenn ich jetzt in eine Klasse reingehe und ich erzähle das, was ich jetzt hier in diesem Video erzähle, dann führt das automatisch dazu, dass die Schüler mir empfehlen, Herr Baumann, tragen Sie doch eine Maske zu unserem Schutz. Aber die Masken schützen ja gar nicht. Ja, so ist es. Die Masken schützen vor Tröpfchen. Ja, also wenn ich in der Gegend herumspucke. Also, liebe Schülerinnen und Schüler, habe ich Sie einmal angespuckt? Bin ich häufig näher als Spuckabstand an Ihnen dran? Wir können das gerne vermeiden aktuell in dieser Situation. Ist überhaupt kein Problem. Ich bleibe vorne an meinem Platz, ich bleibe vorne an der Tafel. Aber was ich ganz bestimmt nicht tun würde, ist zu Ihrem Gefallen mir eine Maske umbinden. Ich gehöre nicht zu den Gehorsamen, sonst wäre ich heute nicht Lehrer. Ich hätte nichts dazugelernt, ich würde allen Blödsinn dieser Welt glauben, vielleicht wäre ich Politiker, keine Ahnung, ne? Also gibt es ja einige von denen, die nichts wissen, die völlig faktenresistent sind. Von mir können sie das nicht erwarten, ich packe ihnen die Fakten auf den Tisch und ich erwarte sogar, dass sie sich darüber Gedanken machen. Ja? Also, kein Verschwörungstheoretiker. Faktenbasiertes Arbeiten, keine Fake News, keine Angst und keine Panik. Wir reden miteinander, wir sind nett zueinander und so weiter und so fort. Alles, was Sie gelernt haben, gilt bei mir im Unterricht. Ja? Und wenn jetzt einer kommt und meint, er müsste da irgendwie Sonderregeln aufstellen, wie heute Morgen Klassensprecher, die ganze Klasse bindet sich jetzt Masken um. Ja? Kann ich einfach nur sagen, sorry. Das ist eine ganz böse Art und Weise von Nötigung von den Leuten, die entweder eine Maskenbefreiung haben, die keine Maske tragen wollen, die wissen, dass diese Masken gegen nichts helfen, außer gegen Spucken. Ja. Sorry, also ich mache da nicht mit. Ich mache meinen Job. Ich kümmere mich um die Vorgaben unserer Schulbehörde. Und ich glaube nicht, dass unsere Schulsenatorin in Berlin allen eine Maske umbinden möchte. Ansonsten bin ich ja bald raus, ne? Weil ich bin ja Risikogruppe, lalala, und hab bald Geburtstag und dann, tja, dann bin ich nicht mehr in der Schule. Mache Fernunterricht, ja. Ist das schön? Meine Einschätzung dazu ist, ich würde lieber bei meinen Schülerinnen und Schülern in der Schule bleiben, dort arbeiten. Ich habe dort die meisten Materialien. Ich kann dort auf die Infrastruktur zugreifen. Ich kann mich dort mit Kolleginnen und Kollegen austauschen. Ich kann dort auf nervige Flugzeuge schimpfen, die die Sprachverständlichkeit verschlechtern. Okay, ich mache mal Schluss für heute. Es reicht. Also, kein Verschwörungstheoretiker, okay? Dankeschön. Ich denke, das glauben Sie mir.